Hallo und herzlich willkommen zu Let's Multiplayer Call of Duty World at War mit mir, alle wach 1999, auf der Map Silo im Spielmodus-Team Deathmatch. Yo, halt die Fresse da, einfach Klappe halten und mir nicht reinreden. Punkt. Kannst du mal die Battle halten? Klappe da. So, wir spielen heute Thompson und ich werde sofort erstmal, halt Fresse da, erstmal die ganzen Spackos hier muten. Und zack. Jo, Silo hatten wir ja schon mal gut gestartet mit der MP40. Mal gucken, wie das Gegenstück der Tom, also das Gegenstück zur MP40, also der Thompson, heute so hier so läuft. Bin mal gespannt. Vielleicht doch mal eine 2er KD, ich weiß es nicht. Kommt auf die Gegner drauf, was an, sagen die Ranks. Würde theoretisch ganz gut machbar sein. Aber ich weiß halt nicht, wie die schon hier drauf sind. So, da ist auf jeden Fall schon mal ein Panzer. Okay. Okay, der Panzer bleibt da ganz gediegen stehen. Damit habe ich ehrlich gesagt keine Probleme. Er kriegt mich auch nicht wirklich mit. Und hier ist keiner. Super. Ich weiß nicht, ob... Habe ich irgendwas? Jawohl, ich habe irgendwas. Ich habe da was. Nee. Zack. Und bam. Zack. Bam. Was? Ich hab ihn nicht kaputt gekriegt? Oh, fuck. Warum ist der nicht kaputt? Warum ist der zum Teufel nicht kaputt? Ich hab da zwei C4 rangesetzt. Und er ist halt nicht top... Ey. Er ist nicht kaputt? Ich hab an dem Motor den C4 rangeklatscht. Normalerweise hätte er theoretisch tot sein müssen. Kaputt. Fahruntauglich. Wie auch immer. Könnt ihr euch aussuchen. Ich hoffe mal, dass da keiner drin sitzt und campt schon wieder. Was ein bisschen... Map ist ganz geil. Schön für die Panzerfights. Ein kleiner Nachteil ist aber, die Map ist verdammt groß. Du bist halt nur am Umherlaufen und am Gegner suchen. Das ist halt das größte Manko an die meisten Maps hier. Entweder sind die so verdammt klein, wo du halt spawnst und dann so einfach mal wieder ins Gesicht bekommst. Ich habe da einen noch gesehen. Der Panzer ist aber auch Schrott. Wie, der ist tot? Wieso ist der tot? Ey, wo sind denn die Gegner, Mann? Ich habe keinen Bock jetzt hier 1000 Jahre umherzurennen. Die Map, wie gesagt, ist geil, aber wie ihr seht, seht ihr nichts. So sieht's aus. Mehr ist bei mir auch gerade nicht. Wo sind denn hier Gegner? Vor allem, ich habe noch nicht mal wirklich irgendwelche Spawnpunkte hier am Start. Da war einer. Hä? Wo ist er denn? Hier ist doch gerade eine lang gelaufen. Da ist er. So, wenigstens nochmal ein Kill. Alt MP40 nehme ich mal mit. Ah, na endlich. Ah ne, das ist einer von mir, der dem Typen da hinterher rennt. Nehmen wir den da noch mit. Also Thompson geht halt auch gut ab. Also irgendwie. Also die Map mag ich ja halt, ne? Erstens kann man da drauf einigermaßen gut spielen. Wie ihr seht. Ne? Geht's auch bei mir hier ab und an mal ganz gut rein. Aber trotzdem ist es nicht so schön. Hier geht einer. Ne, der ist tot. Und zack. Mal gucken, ob da was funktioniert. So, und dann holen wir uns... Versuchen wir uns mal einen Triple Kill zu holen. Da haben wir Nummer 1. Laden wir nach. Holen mal... Oh, fuck you! Dieses Time-Luck, was der Typ hat. Zack. Zack. Hab ich ihn gekriegt? Ja doch, ich habe ihn wenigstens noch gekriegt. Artillerie, okay. Interessant, interessant, wo der Typ schon wieder... Was spielt der überhaupt? 7-0. Scheinbar ist der Typ nur am Campen. Ich weiß das nicht, ehrlich gesagt. Aber was anderes kann ich mir nicht vorstellen. So, den habe ich. Da kam noch einer. So, zack. Ganz entspannt. Wir bleiben kurz mal hier stehen. Und tasten uns mal langsam vor. Wow, der Köter hat mir echt mein Leben gerettet. Holy shit. Oh Mann. Alter, jetzt blockieren mich die Panzersperren, oder was? Ich weiß nicht. Komm. Die MP40 raus. Also, die Hunde sind hier, gehen echt ab. Das muss ich einfach so sagen. Die Hunde gehen hier echt ab. Holy shit. Ich brauche aber trotzdem wieder ein paar Gegner. Ansonsten ist es kein Shooter, ehrlich gesagt. Gut, da fährt eine.
ist zwar schön, dass er da fährt, aber wartet mal. Zack. Tschüss. Okay, das stört. Das interessiert den Panzer halt noch nicht mal. Noch nicht mal ansatzweise. Da fährt ein Panzer umher. So, dann holen wir uns den halt einfach mal weg. Dann habe ich wenigstens mal wieder ein Aufklärungssuchzeug. Ich weiß nicht, von wo ich angeschossen wurde, ehrlich gesagt. Achso, oh. Ich habe den Übeltäter gefunden. Scheiße. Lauf, 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 lauf. So, mal gucken. Vielleicht kriege ich den Typen hier oben aus dem MG rausgeschossen. Nein, leider nicht. Schade. Ja gut, ich habe auch scheiße geaimt. Das muss man einfach dazu sagen. Gut, er guckt mich gerade nicht an. Das heißt, wir laufen einfach mal weiter. Wir nutzen einfach mal die Chance, um abzuhauen. Ey, die spawnen aber auch einen Scheiß hier zusammen, ne? Was ist denn das? Okay. Ich weiß nicht, wie ich den zweiten gekriegt habe. Ohne Scheiß. Ist mir egal. Ich habe ihn gekriegt. Ich tue einfach mal so tun. Ja. Gute Frage. Unsere Artillerie wird ihren Willen brechen. Da haben wir einen. Oh, fuck. Nein. Oh, fuck. Nein, das hat jetzt echt an Muni gescheitert. Ernsthaft? Och, Mann. Ich glaube aber mit 7 kriege ich wahrscheinlich meine Dingens, meine Hunde. Und ich habe schon mal zumindest bis zu 5 geschafft. Und der Wiz Khalifa Italia, Italien, dieser Spacko, spielt ein 17-1, ganz einfach, weil er campt. Super. Das kann ich auch. Ich weiß halt nicht, was daran Spaß macht. Gut, ist ein Sniper. Aber trotzdem braucht man es ja nicht... Also der Typ ist tot. Trotzdem braucht man es ja nicht so übertreiben, oder? Da liegt ein Hund. Au. Au. Okay, ich habe ihn zwar getroffen, aber... So, zack. Ja, ich kann auch ein bisschen damit triggern. Beziehungsweise ein bisschen schnell tappen, sagen wir es mal so. Ich habe da Gas, glaub, geschluckt, kann das sein? Die Frage... Ja, fuck. Ja, du, ich weiß nicht, was er gemacht hat. Mal, er hat halt die ganze Zeit hin und her gewechselt. Was ist das denn für ein Scheiß? Oh Mann, ey. Sowas ist schon hier ein lächerlicher Tod, Mann. Ohne Scheiß. 12-5. Oh Gott. Auch gut. Kann man auch mal machen. Eigentlich wollte ich mal einen Kill mit... Ich hab noch nie einen C4-Kill gemacht, ne? Ich weiß nicht, ob das überhaupt irgendwas sind. Ob das überhaupt funktioniert. Halt hier. Wow, das war knapp. Ich weiß nicht, was ihr gehabt habt. Ich kann schon hier nicht reden. Ich weiß nicht, was ihr für eine Waffe direkt gehabt hat. Okay. Nö. So lege ich mich definitiv nicht an. Hätte ich eine Karabiner gehabt oder ein Snipergewehr, würde ich es machen. Aber nicht so. Das heißt, wir müssen einen kleinen anderen Weg da durchschlagen. Und zwar einen seitlichen. Okay, solange die mich halt nicht sehen, ist es halt gar nicht mal so schlecht. So, Nummer 1 weg. Da haben wir noch einen weg. Ja, anders, das kann man halt nicht anders machen. Dann gehen wir mal hier ins Haus rein. Geh doch rein da jetzt. Nein, er hat mich gesehen. Fuck. Ich wollte ganz sneaky peeky. Ja, gut, er hat mich ins Haus reingehen sehen. Ich wollte so richtig schön sneaky peeky like machen. Ja, scheiße. Ja, wie sie halt... Ja gut, wir spawnen... campen die auch so ein bisschen schon, ja? Das ist wahr. Okay. Das sehe ich ein. Aber da wollte ich halt ein bisschen Ziki-Biki-like machen. Ich hätte einfach schießen müssen. So, jetzt aber nochmal. So. Da schmeißen wir eine Nate rein. Den holen wir uns so. Okay, das geht noch. Das funktioniert noch. Das geht noch alles ganz gut fit. Den müssen wir uns jetzt einfach noch holen. Dann passt's. Hunde sind los. Ja doch, Hunde sind los. Gut, wir sind jetzt hier im Spawn. Das heißt, die sind wieder woanders. Haut ab.
Ja, halt die Fresse, wir kämpfen ja schon. Wenn wir Gegner sehen würden, würden wir auch kämpfen. Achso, ich habe keine Handgranate mehr. Da ist einer. Ja, fuck. Och, der stand da echt im Turm drinnen. Oh, shit. Den habe ich gar nicht für vorgenommen. Ja, gut. Einfach mal auf gut Glück. Vielleicht trifft hier eine. Na, schade. Aber... Na, 2 EKD. Ja gut, der erste, den könnt ihr einfach mal wieder übersehen. 24-3. Dieser scheiß Camper. Aber nur gut, egal. 17-8, das geht eigentlich trotzdem ganz so klar, muss ich sagen. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich bin raus. Ich bin Alewach1993. Bis zum nächsten Mal. Und ciao, Leute.